Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge FM 22, die Karriere mit den HSV. Wir haben einige Spieler geshoppt, eingekauft hier mit Christoph Klara, haben wir eingekauft von Düsseldorf und Rodrigo Salazar von Schalke. Die sollen uns auf jeden Fall helfen. Unter anderem haben wir auch noch Seri dabei. Mitrovic wird gleich mal ins kalte Wasser reingeschmissen. Er kommt auf die Bank. Muheim darf spielen. Schonlau ist ein bisschen verärgert gewesen, dass wir den geholt haben. Das hat aber auch niemand Bock mehr, die Führung zu richtig zu übernehmen. Das ist ein bisschen doof. So. Klara darf auch gleich mal spielen für Vuskovic. Und dann gehen wir in das Freundschaftsspiel rein. Weiter unsere Moral stärken, indem wir quasi schwache Gegner abschlachten. 5:0 zur Halbzeit. Sieht doch sehr gut aus. Daniel Javier Fernandes hat übrigens Selbstvertrauen schlecht. Ich frage mich jetzt aber tatsächlich eigentlich eher warum. So, dann wechseln wir hier Muncha durch. Vuskovic kommt rein für Schonlau. Jatta kommt rein für Kittel und die 12 verrauschen. Reis kommt rein und jetzt habe ich noch einen Guara. Ja komm, du darfst einfach mal besser außen spielen. 7:0 steht es aktuell. Das ist ordentlich. Aber ganz ehrlich, so ein Ergebnis hätte ich jetzt aber auch erwartet. 9:0 gegen so einen schwachen Gegner. Wir überspringen dann das nächste Testspiel und es geht dann gleich weiter zu Dynamo Dresden. So, der 18. Spieltag ist da. Der 19. Spieltag. Wir spielen gegen Dynamo Dresden. Unsere letzten Freundschaftsspiele waren durchaus positiv. Was mir auch dann aufgefallen ist, wo haben wir ihn hier? Ihn hier. Der ist gar nicht ausgeliehen. Wir haben ihn gekauft. Habe ich gar nicht gewusst. Das hat jetzt natürlich einige Änderungen. Das heißt, Kin Zombie ist mehr auf ein Abstellgleis jetzt gewandert. Und er wird auch eher den Vorzug vor Reis bekommen. Und wo haben wir? Guara wird jetzt auch nicht mehr die Einsatzzeit bekommen, die er wahrscheinlich möchte. Es hat sich so viel geändert, nur weil er nicht ausgeliehen ist. Ne? Das ist krass. Auf jeden Fall habe ich übrigens auch noch einen Transfer getätigt. Amad Diallo habe ich jetzt von Manchester City United ausgeliehen. Wir müssen ihn mit dem Selbstvertrauen hochbringen und dann hoffentlich kann er uns helfen. Auf so bleibt er jetzt erstmal hinter dem Bakary Jatta. So, dann sieht es gut aus. Wir gehen in die Taktik rein, das Punktspiel. Wir müssen abliefern. Hoffentlich wird es was. Rein geht's gegen Dynamo Dresden. Wir können das auf jeden Fall gewinnen. Kommt. Leute, macht's mich stolz. Erstmal nicht. Wir gehen mit einem 0:0 in die Halbzeit. So, kommt's, Leute, bitte. Jetzt hat die Chance. Es ist eine Top-Chance. Und wir vergeben sie. Kein Tor. Aber Dynamo Dresden macht ein Tor. Na toll. Kittel kommt raus für Alidou. Winsheimer kommt rein für Mitrovic. Doyle kommt rein für Salazar. Und Jamra kommt rein für Wagnermann. Komm. Let's go. Falle Angriff. Immerhin noch ein 1:1, ein Unentschieden ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Wir klettern immerhin auf Platz 6 nach oben. Wir haben mittlerweile 9 Punkte Rückstand. Ich habe, um ganz ehrlich zu sein, ich habe keine Lust, eine extra Runde in der zweiten Bundesliga zu drehen. Ich weiß vor allem, dass es dann mit Geld ziemlich knapp wird. Ja, auf geht's in den 20. Was? Von hinten dicht und vorne. Der HSV hat in dieser Saison erst 16 Tore zugelassen. Also es geht allerdings auf Kosten des Angriffs. Ja. Mit 23 zu den Schwächsten der Liga, ey. Wie ich schon gesagt habe. Auf jeden Fall, weiter geht's rein in den 20. Spieltag.
Der 20. Spieltag ist da. Wir spielen gegen den FC St. Pauli. Das Stadtderby Rematch. Wir haben das Hinspiel 1:0 gewonnen. Und jetzt hat Rematch. Und das müssen wir wieder gewinnen. Die Aufstellung möchte ich eigentlich so beieinander halten, wie sie ist. Es kommt nur Guaran noch auf die Bank für Reis. Und David kommt für Buskovic rein. So, dann Teamvergleich. Burgstaller bekommt die Sonderüberwachung. Und dazu gibt es eine zusätzliche Siegesprämie von 9000. Ist Seri eigentlich Spielmacher? Hat er einen Trade? Er hat den Trade, okay. Er hat Erfahrung, er muss Spiel machen. Ist sehr, sehr schön. Rein geht's gegen St. Pauli, Stadtderby. Komm. Alles andere als ein Sieg ist ein Witz. 1-0 Hoffmann. Ach Gott, ich muss auf mich zerschießen. Und wir machen das rein. Jawohl! 2:0 durch Alexander Mitrovic durch einen Elfmeter. Und so geht es auch in die Halbzeit. Komm, ist es der Turnaround-Punkt? Und die nächste super dicke Chance, aber wir machen sie mal wieder nicht. So, Guara kommt rein für Sieri. Doyle kommt rein für Salazar. Winzheimer kommt rein für Hoffmann. David kommt rein für. Kommt nicht rein, die beide spielen super. Leibold, den wechsle ich mal aus. Jamra kommt rein und Wagnermann geht auf die andere Position. Und dann weiter. Lassen wir die so zu Ende spielen. Okay. Wild, 4:2, die haben noch 2 Tore geschossen, aber zum Glück Mitrovic und Jatta sind bei uns zur Stelle. Okay. Ein Sieg, oh, tut es gut, nachdem wir jetzt eine längere Sieglustserie hatten. Immerhin, sehr, sehr wichtig, Mitrovic, Salazar und Jamra stehen bei uns in der Top 11 der Woche. Ja, mit diesem Sieg im Stadtderby verabschiede ich mich und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ciao, ciao.